Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Videotest des Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Wir werden uns jetzt mal die verschiedenen Kamerafunktionen und Auflösungen anschauen und überprüfen, ob das günstige Smartphone mit guten Videoaufnahmen überzeugen kann. Los geht's! Wir beginnen unseren Videotest mit einer Aufnahme in der Standardauflösung. Das ist Full HD mit 30 FPS Bildwiederholungsfrequenz. Was auffällt, ist, dass das Redmi Note 9 Pro sehr realistische, schöne Farben rüberbringt, die nicht so übersättigt sind, wie man sie teilweise von manchen Xiaomi-Smartphones kennt. Und die Aufnahmen in Full-HD-Auflösung, die werden auch stabilisiert. Das heißt, wenn ich mich mit der Kamera in der Hand bewege, wie ich das jetzt zum Beispiel gerade mache, dann bleibt das Bild trotzdem noch angenehm ruhig. Und man kann hier ruhig sagen, dass für ein Smartphone um die 200 Euro die Bildstabilisierung wirklich exzellent gut funktioniert. Also da kann sich so mancher Hersteller was davon abschneiden. Wenn man denn mehr Details mit dem Smartphone einfangen möchte, dann kann man auch noch zur 4K-Option wechseln und das werden wir jetzt mal machen. Hier haben wir dann jetzt eine Aufnahme in 4K-Auflösung und es ist natürlich deutlich zu sehen, dass mehr Details zum Vorschein kommen. Die Farben bleiben immer noch schön realistisch. Was es allerdings anzumerken gibt, ist, dass die 4K-Videos auf dem Xiaomi Redmi Note 9 Pro leider nicht stabilisiert werden. Das heißt, wenn ich mich mit dem Smartphone in der Hand bewege, wie ich das jetzt mache, dann ist das Bild leider verruckelt, sodass man eigentlich sagen kann, dass man Aufnahmen mit 4K-Auflösung nur vernünftig im Stehen aufzeichnen kann. So, und jetzt schauen wir uns mal noch die 60 FPS-Option an. So, hier haben wir dann noch ein Video mit 60 FPS. 60 FPS bedeutet, dass doppelt so viele Bilder pro Sekunde abgespielt werden, wie das normalerweise der Fall ist. Und das führt dazu, dass das Video besonders geschmeidig wirkt. Und natürlich eignet sich ein solcher Modus insbesondere für die Aufzeichnung von Szenen mit viel Action. Ähnlich wie bei den 4K-Videos ist es allerdings so, dass die 60 FPS-Videos in Full-HD-Auflösung nicht stabilisiert werden. Das heißt, um ein ruhiges und angenehm anzuschauendes Video aufzuzeichnen, sollte man sich am besten im Stehen befinden. Und jetzt werfen wir mal noch einen Blick auf die Ultraweitwinkelkamera. So, und hier haben wir dann ein Video über die Ultraweitwinkelkamera. Die Ultraweitwinkelkamera eignet sich natürlich dann, wenn man einen etwas größeren Bildbereich einfangen möchte. Leider ist es auf dem Redmi Note 9 Pro nicht möglich, während der Aufnahme zwischen den Kameras zu wechseln. Das geht bei manchen teureren Smartphones schon. Hier muss man jedoch das Video beenden und ein neues Video mit der Ultraweitwinkelkamera starten. Die maximale Auflösung der Ultraweitwinkelkamera liegt bei Videos bei Full HD und wie wir hier sehen können, werden auch die Ultraweitwinkelaufnahmen gut stabilisiert. Allerdings ist das Bild etwas dunkler, es kommt nicht mehr so lichtstark und natürlich und fröhlich rüber, wie das bei den Aufnahmen über die Hauptkamera ist. Es wirkt auch alles ein kleines bisschen übersättigt. An und für sich ist die Qualität aber ausreichend, um auch mal ein Video mit dieser Einstellung aufzuzeichnen. So, und hier haben wir dann ein Video über die Frontkamera. Also ich muss sagen, dass die Frontkamera hier wirklich einen guten Eindruck macht. Sie fängt sehr viele Details ein. Die Farbdarstellung ist sehr natürlich und ich bekomme eine wirklich sehr gute Bildqualität für ein Mittelklasse-Smartphone. Was leider typisch für Xiaomi wieder nicht dabei ist, ist eine Bildstabilisierung. Das heißt, wenn ich mich mit der Kamera in der Hand bewege, dann ist das Video über die Frontkamera leider etwas verwackelt.
Bei Realme zum Beispiel bekommt man diese Stabilisierung über die Frontkamera auch schon in diesem Preisbereich. Das ist also auf jeden Fall nochmal ein Minuspunkt, aber ansonsten eine sehr gute Qualität über die Frontkamera. Das war es dann auch mit unserem Videotest des Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Wenn ihr Testfotos sehen möchtet, dann schaut gerne mal auf chinahandys.net vorbei. Der Link ist unten in der Video-Description. Und ansonsten könnt ihr uns auch gerne in einem Kommentar sagen, was ihr von der Videoqualität des Redmi Note 9 Pro haltet. Macht's gut. Ciao.